Der Shaitan lernet Allah, tut dir diese Sache beschmücken. Diesen verbotene Sache schmückte dir, genau wie der Adam diesen Baum schmückte, indem er ihn sagte, das ist der Baum der Ewigkeit und wenn du davon isst, wirst du ewig leben. So schmückt Shaitan uns auch eine Tat und macht uns eine Einflüssung, dass wenn wir diese Tat erst vollbringen, dann wir voll glücklich leben werden oder glücklich sein werden im Leben oder erst uns dann gut im Leben geht. Oder wir können ohne diese Tat nicht leben. Er schmückt die Sünde in allererster Linie als was? Als etwas, das es ist, dass wir ohne das nicht können oder nur dadurch wir Glück finden. Und wir uns dann diese Sachen nähren. Wir nähren uns an diesen verbotenen Dingen, weil der Shaitan schmückt die. Genau wie dieser verbotene Baum in einen Paradiesgarten, in einen Garten voller erlaubten Dingen. Eine verbotene Sache wird geschmückt. In diesem Leben voller erlaubten Dingen werden uns gewisse vereinzelte Sachen geschmückt. Denn es ist viel mehr erlaubt als verboten, auch in der Religion. Nur die Dinge, die verboten sind, hält Shaitan dir im Vordergrund. Er hatte dir die schon vor, bevor du dich mit der Religion beschäftigt hast, im Vordergrund gehalten. Du hast danach gegriffen und du hast sie zu Bestandteilen deines Lebens gemacht und denkst, dass du durch diese Dinge Glückseligkeit im Leben erreicht. Und wenn die Religion kommt, natürlich dann, dass sich das Verbotene sehr stark widerspiegelt bei dir. Yani, schau mal, ich sagte, Allah subhanahu wa ta'ala viel mehr erlaubt als verboten. Für alles, was Allah verboten hat, hat er ganz viele Dinge erlaubt.